guter Mann, haben Sie vielleicht für mich Auskünfte über diese wunderbaren Vögel? Tja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, ich bin heute bereits zum dritten Mal auf der Rosenburg und heute geht's um historische Falknerei und zwar sogar zu Pferd. Nun, der Herr im Tweet hat mir einiges verraten. Und zwar, die Anfänge der Falknerei, also der Jagd mit Greifvögeln, liegen vor 3000 Jahren im Raume Arabien. In Mitteleuropa oder Europa war diese Art der Jagd kaum bekannt. Erst durch die Kreuzzüge gelangte das Wissen darüber nach Europa. Und bald hatten die Adeligen und Fürsten ihren Gefallen daran gefunden. Besonders Friedrich II. Von Staufen, der Falkenkaiser, führte sehr vieles von der Falknerei in die Jagdgewohnheiten der reicheren Gesellschaft ein. Und nun genießen wir einfach wunderbare Aufnahmen dieser edlen Vögel im Rahmen der Vorführung auf der Rosenburg. Schnell weg, bevor die Eule Hunger kriegt!